Liebe Schachfreunde, willkommen zur Analyse der dritten Partie der Schachweltmeisterschaft 2018. Weltmeister Carlsen gegen Herausforderer Caruana. Und heute in der dritten Partie hatte Caruana zum zweiten Mal die weißen Steine. Und tatsächlich wiederholten die beiden Spieler die Eröffnung aus der ersten Partie. Wir sehen wiederum Sizilianisch und wir sehen wiederum nicht den offenen Sizilianer hier mit D4, sondern Läufer B5, die Russolimo-Variante. Nun G6, auch all das hatten wir schon in der ersten Partie gesehen und jetzt weicht Caruana als erstes ab. In Partie 1 hat er H3 gespielt und jetzt spielt er kurz hoch Rade. Und schon in diesem Moment spielt Carlsen einen recht seltenen Zug, nur 19 Mal bisher in meiner Datenbank, der Zug Dame C7. Die absoluten Hauptzüge hier, schon mehrere hundert Mal gespielt, sind die beiden Züge Springer F6 und E5. Dame C7 ist eine Art Abwartungszug. Die Dame gehört eh häufig in diesen Störungen nach C7, unterstützt hier E5 und wartet darauf, wie Weiß sich jetzt hier konkret aufbaut. Caruana spielt Turm E1. Er zeigt damit seine Intention, eventuell E5 zu spielen. Deshalb spielt hier Schwarz selber E5, um das zu stoppen. Nun A3. Im Prinzip hat Weiß in diesem Störungstyp zwei verschiedene Pläne. Entweder, wie wir es in der Partie 1 gesehen haben, spielt Weiß mit F4, dazu müsste er den Springer aus dem Weg ziehen. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn der Turm noch auf F1 stehen würde. Da jetzt Weiß schon Turm E1 gespielt hat, macht dieser Plan nicht mehr viel Sinn, er würde zu viel Zeit kosten. Und Weiß spielt den anderen typischen Plan in dieser Stellung, nämlich hier die Bauern am Damenflügel anzuhebeln mit B4. Und dort das Spiel aufzuziehen, Linien zu öffnen und den schwarzen Damenflügel anzugreifen. Nun entwickelt sich Carlsen weiter, Springer nach F6, B4 und tatsächlich ignoriert hier Carlsen einfach den Angriff auf seinen Bauern und rochiert. Tatsächlich hätte jetzt Caruana am besten den Bauern schlagen sollen auf C5. Er spielt ja stattdessen Springer BD2. Nach B schlägt C5, pardon, würde Weiß hier ein wenig besser stehen. Falls Schwarz probiert, direkt mit Springer D7 den Bauern zurückzugewinnen, dann spielt Weiß Läufer E3, deckt den Bauern. Schwarz kann jetzt F5 spielen mit der Idee, mit F4 den Läufer zu vertreiben und dann den Bauern auf C5 zu gewinnen. Aber Weiß kann in der Zwischenzeit A4 spielen und kommt dann mit dem Läufer zurück und stellt ihn auf diese Diagonale, fesselt den Springer und erzwingt hier eine Schwächung. Schwarz muss den Springer mit B6 decken. Und jetzt kann Weiß entweder in diesem Zug oder im nächsten Zug auf C5 schlagen und hat hier die bessere Bauernstruktur, ganz klar. All diese Bauern sind hier vereinzelt und es gibt Stützpunkte für die weißen Springer, zum Beispiel das schöne Feld C4. Die Störung ist nach wie vor relativ kompliziert, würde ich sagen. Schwarz hat ja das Läuferpaar, was man auch nicht unterschätzen darf, und der Raumvorteil am Königsflügel. Vielleicht gibt es auch mal Ideen, hier die Bauern noch weiter nach vorne zu ziehen, aber generell vom Gefühl her und auch der Computer bestätigt es, Weiß steht hier ein bisschen besser. In dieser Stellung, nach wie vor ist es hier eine Beispielvariante, es ist nicht in der Partie gekommen, nach B schlägt C5, könnte Schwarz sich auch weiterentwickeln mit Läufer E6, aber auch hier, Weiß spielt A4, stellt den Läufer nach A3 und es ist nicht klar, wie Schwarz hier den Bauern vorerst zurückgewinnt. Weiß kann den Bauern nochmal mit Dame E3 decken und Schwarz muss hier zusehen, wie er den Bauern zurückgewinnen kann. Also das war eine interessante Möglichkeit, aber an der Caruana vorbeigegangen ist. Er spielte Springer BD2. Läufer G4, nun H3, der Läufer wird sofort angegriffen. Natürlich kann der Läufer nicht die Festung aufrechterhalten, dann würde G4 eine Figur gewinnen. Also Läufer schlägt F3, Springer schlägt F3 und nun schlug Carlsen auf B4 und spielte jetzt A5. Davor war es eigentlich die ganze Zeit so, beide Seiten wollen nicht so richtig schlagen. Weiß wollte nicht so richtig schlagen, weil dann, wenn Schwarz den Bauern zurückgewinnt, Schwarz, Weiß, pardon, einen isolierten Bauernhit hätte hier auf A3. Und Schwarz wollte eigentlich nicht so gerne schlagen, weil sich jetzt diese A-Linie öffnet und der Turm bereits perfekt platziert ist. Die Argumentation von Carlsen war jetzt, dass er das direkt auflösen könnte mit A5 und das tat er auch. Wobei es nicht ganz klar ist, ob das hier wirklich die beste Wahl war. Stattdessen wäre auch ein Zug wie Springer D7 gut möglich.
Vermutlich hat Carlsen hier nicht gefallen, dass mit Läufer D2 Weiß jetzt A5 stoppen kann von Schwarz. Und ich denke, Weiß steht hier minimal besser. Er bringt jetzt die Dame zum Damenflügel und versucht hier Druck aufzubauen gegen die Bauern. Aber letztendlich sollte die Stellung recht nah am Ausgleich sein. Schwarz kann auch den Springer noch auf bessere Felder manövrieren. Das sieht insgesamt recht ausgeglichen aus. Aber ein Tick besser für Weiß. Nach A5, B schlägt A5, Turm schlägt A5. Hätte hier Caruana doch eine recht angenehme Stellung erhalten können. Läufer D2 spielt er, das ist eine Möglichkeit, aber noch ein bisschen stärker wäre gewesen. Turm schlägt A5, Dame schlägt A5 und jetzt Läufer D2. Die Dame muss zurück nach C7, denn sie muss hier den Bauern auf E5 gedeckt halten. Und nun spielt Weiß Dame A1, greift den Bauern nochmal an und besetzt die A-Linie. Und nach Springer D7 könnte Weiß zum Beispiel jetzt Dame A2 spielen. Warum steht hier Weiß besser? Warum ist diese Stellung recht angenehm für Weiß? Ein wichtiger Punkt ist, dass Weiß die A-Linie kontrolliert und Schwarz darüber keine Figuren tauschen kann. Weiß kann ja auch nochmal verdoppeln auf der A-Linie, falls nötig. Und der andere wichtige Punkt ist, dass Weiß nur eine Bauerninsel hat. Alle diese Bauern sind verbunden und können sich theoretisch gegenseitig decken, während Schwarz zwei Bauerninseln hat, nämlich das ist eine Bauerninsel und das hier ist eine Bauerninsel. Und gerade diese Bauern hier am Damenflügel sind ein wenig anfällig. Der Bauer auf B7 vor allem kann ja von den weißen Figuren angegriffen werden, während es für Schwarz recht schwierig wäre, hier den Bauern auf C2 anzugreifen. Deshalb steht hier Weiß ein bisschen besser, auch nicht zuletzt, weil er den besseren Läufer hat. Der Läufer auf D2 kann sich schön innerhalb der eigenen Bauern bewegen, während der schwarze Läufer hier durch den Bauern auf E5 limitiert ist. Ich vermute, dass Caruana diese Stellung auch im Sinn hat, aber vielleicht hier den Zug Turm AA8 außer Acht gelassen hatte ein wenig von Schwarz und das ist ein guter Zug von Carlsen. Nach Turm schlägt A1 in dieser Stellung hätten wir ja Zugumstellung zu dem, was wir eben gesehen haben. Aber Turm A8 ist schlauer, Schwarz kämpft nach wie vor um die A-Linie, um die einzige offene Linie in der Stellung. Dame B1, Springer D7 und nun Dame B4, Weiß aktiviert die Dame. Turm FE8 und nun spielte Caruana Läufer C3. Vermutlich sollte er hier wieder versuchen, die A-Linie in Besitz zu nehmen, indem er Dame C3 spielt und dann im nächsten Zug die Türme tauscht und den nächsten Turm nach A1 stellt und auf diese Art und Weise vielleicht noch minimal Druck behält. Aber je mehr Schwerfiguren vom Brett kommen, desto wahrscheinlicher ist hier ein Remis. Von daher, ich denke, es wäre nicht mehr so viel drin in dieser Stellung. Caruana spielte Läufer C3, nun B5, der Bauer zieht vor. Turm schlägt A8, auch hier wiederum. Ich denke, Dame B2 wäre ein wenig einfacher gewesen, denn vom Partieverlauf her war es jetzt eher so, dass Weiß in der Folge ein wenig aufpassen musste. Es kamen jetzt alle Schwerfiguren vom Brett und jetzt sehen wir, was der Unterschied ist. Jetzt kontrolliert Schwarz die A-Linie und kann dort direkt mit der Dame ein bisschen für Unruhe sorgen. Die Dame kommt nach A2, greift den Bauern auf C2 an und nun muss Weiß hier im Prinzip Dame B2 spielen. Selber aktiv zu werden würde gehen, aber ist auch ein wenig riskant und hier denke ich einfach nicht möglich. Einfach nicht nötig. Nach Dame schlägt C2, Dame schlägt D7, Dame schlägt C3 ist es eher Weiß, der hier aufpassen muss. Und Schwarz hat immer, wenn er möchte, hier das Dauerschach über C1 und F4. Von daher, das ist keine besonders verlockende Wahl und Caruana spielte Dame B2 und wir kommen hier ins Endspiel. Und dieses Endspiel ist ausgeglichen, aber tatsächlich ein Stück angenehmer für Schwarz, weil er hier mehr Raum hat am Damenflügel mit diesen beiden Bauern. Und deshalb spielt das hier Carlsen auch noch weiter. Sowieso können die beiden Spieler nicht vor dem 30. Zug Remis anbieten, aber auch nach dem 30. Zug, der jetzt gleich erreicht ist, kam kein Remis-Angebot. Hinter dieser Stellung droht ein bisschen Springer 4 unangenehm zu sein und deshalb spielte Caruana G3. Aber ich glaube, das ist eine leichte Ungenauigkeit, weil es die Bauern dort ein wenig auflockert. Ich denke, Läufer D2, um falls der Springer auf F4 erscheint, den Springer einfach zu schlagen, wäre ein wenig solider gewesen und schwächt nicht diese Bauern, auch wenn es natürlich nur ganz minimal ist. G3, Läufer F8.
Schwarz verbessert weiterhin seine Stellung. Das ist ein schöner Zug hier von Carlsen. Springer G5 provoziert den Vormarsch des Bauern, womit der Bauer wiederum ist ein wenig geschwächter jetzt die weiße Bauernstellung. Warum eigentlich? Weil jetzt die Bauern hier auf Schwarz sind und damit auf derselben Farbe des Läufers. Und dann, das kann später irgendwann mal relevant werden, wenn sich dort Bauernpaare tauschen und dann der H4-Bauer auf einmal anfällig ist. Das sind diese Feinheiten, die ja Magnus Carlsen auch ausmachen, dass er solche kleinen Schwächungen provozieren kann und dann irgendwann könnte es sich bemerkbar machen. Nun Springer E6, Springer B3, H5. Jetzt wird der Bauer hier festgelegt auf H4, Läufer D2. Nun spielte Carlsen Läufer D6. Zum Beispiel, nur um das zu veranschaulichen, Schwarz könnte hier auch G5 spielen und nach, sagen wir, Läufer E3, jetzt auf H4 schlagen. Und jetzt ist dieser Bauer deutlich anfälliger als der Bauer auf H5, denn der Bauer auf H4 kann von dem schwarzen Läufer angegriffen werden, während das natürlich von dem Bauern H5 bei dem Bauern H5 nicht der Fall ist. Carlsen spielte nicht G5, das wäre auch eine interessante Möglichkeit gewesen. So oder so sind wir hier nach wie vor in einer ausgeglichenen Stellung, aber Schwarz drückt ein bisschen und Weiß kann nicht direkt das Remis forcieren. Läufer D6, C3, C5, Läufer E3, König E7. Der König kommt hier zum Damenflügel und Weiß tut es ihm gleich. Jetzt F5, gerade wo jetzt der König ein wenig entfernt ist, spielt jetzt Schwarz diesen Vorstoß. König D1, deshalb kommt der König wieder zurück. Und jetzt spielte Carlsen F schlägt E4 und ich denke, damit vereinfacht er die Stellung ein wenig zu sehr. Er legt die Struktur fest und er nimmt sich zusätzliche Möglichkeiten für die Zukunft. Ich denke, seine beste Chance wäre gewesen, hier weiter zu manövrieren und dann auf den richtigen Moment zu warten, entweder auf E4 zu schlagen oder eben auch noch diese Möglichkeit F4 in der Hinterhand zu haben. Also ein Zug wie Läufer E7 und dann kann man weiter schauen mit dem König, was da so möglich ist. Nach F schlägt E4, D schlägt E4 war Carlsens Idee, jetzt C4 zu spielen, aber jetzt steht es doch recht harmonisch für Weiß und es geht hier nicht so richtig weiter für Schwarz. Springer C5. Weiß schlug den Springer, denn Caruana hatte richtig eingeschätzt, dass er in diesem Endspiel Springer gegen Läufer keine Probleme hat. Springer nach F1, nochmal ein schöner Zug. Der Springer soll über E3, entweder D5 oder C2 manövriert werden. Vermutlich D5, das wäre ein sehr schönes Feld. Und die Bauernendspiele, falls jetzt Schwarz irgendwie aussetzen würde, die Bauernendspiele werden hier eher gefährlich für Schwarz als für Weiß. Von daher hat hier Weiß jetzt nichts weiter zu befürchten. Es folgte B4, die Bauern tauschen sich, der Springer kommt nach E3, König C5 und jetzt F4. Ein weiteres Bauernpaar tauscht sich, damit kommt Weiß wieder dem Remis ein Stück näher. Und nun folgt der F5, G-Schläger F5. Und jetzt vielleicht überraschend gibt Weiß hier die Figur ab mit Springer schlägt C4. Aber nach König schlägt C4, E schlägt F5 ist kaum noch Material auf dem Brett. Schwarz hat noch einen Bauern, den braucht er ja, um zu gewinnen. Denn nur mit Läufer und König reicht es nicht. Aber der Bauer ist der falsche Bauer und man sagt auch, der Läufer ist der falsche Läufer. Denn der Läufer kann nicht den König aus dieser Ecke vertreiben, denn er hat die falsche Farbe. Das bedeutet, selbst wenn Schwarz den Bauern gewinnt auf H4 und auch den Bauern auf F5 gewinnt, kann Weiß immer hin und her ziehen hier in der Ecke und es ist Remis. Das mussten jetzt die beiden Spieler nicht mehr durchkauen, das kennen sie bereits und deshalb nahm hier jetzt Carlsen das Remis-Angebot an von Caruana. Also diesmal eine recht ausgeglichene Partie. Tatsächlich war es so, dass Caruana erst ein wenig in Vorteil gekommen ist. Das erste Mal könnte man sagen, hatte er einen angenehmen Vorteil, aber gab ihn schon recht bald wieder aus der Hand mit ein paar ungenauen Zügen. Und tatsächlich war er es dann, der ein klein wenig unter Druck gekommen ist im Endspiel. Und das zeigt auch wiederum, Magnus Carlsen spielt jede Stellung aus und probiert auch im Endspiel, egal wie es steht, noch ein bisschen was daraus zu machen und das wäre mir fast gelungen, aber dann letztendlich verteidigte sich Caruana doch umsichtig und hatte nicht so große Mühe, jetzt hier zum Remis zu kommen. Also noch drei Partien, anderthalb, anderthalb und morgen am Dienstag geht es weiter mit der vierten Partie, dann wieder Carlsen mit dem weißen Stein. Wenn du gerne benachrichtigt werden möchtest, wenn meine Analyse online geht, dann kannst du meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut, ciao.